Chemnitz wird zum Fanal. Nach der musikalischen Hetzkundgebung am Montag liegen in der sächsischen Großstadt die Nerven blank. Die Bürger sind fassungslos. Und damit herzlich willkommen zu Die Woche Kompakt. Das sind unsere Themen. Hetze kostenlos. Wie die Staatskünstler zur Gewalt aufrufen. Abends haben sich dann irgendwelche Leute hier noch an der Trauerstelle versammelt und haben versucht, die Trauerstelle zu zerstören. Der mutige Mann von Chemnitz, wie die Trauer um Daniel begann. Und ich dachte, das kann nicht sein. Hab mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin die 1,5 Kilometer in meine Wohnung gefahren. Genug gezahlt. Volksbegehren will Propagandafernsehen lahmlegen. Wir wollen letztlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Geschäftsgrundlage nehmen. Bürgerkriegszone Frankfurt. Eine Stadt in Angst vor den Messermännern. Es war ein Angriff einfach unserer Gesellschaft. Ich schätze mal, die Leute akzeptieren nicht unsere Gesellschaftsform. Aufstehen oder sitzen bleiben. Sarah Wagenknecht stellt Sammlungsbewegung vor. Es ist aber in der heutigen linken Szene bereits eine kleine Revolution. Paradiesvogel in der Kirche. Harald Glöckler wird Papstfan. Ich finde nach wie vor, dass die Kirche eine gute Institution ist. Wir sind mehr. Das glauben zumindest jene, für die Chemnitz seit 2 Wochen ein Hort von rechtsradikalen Menschenjagden ist. Am Montag provozierte das bunte Establishment mit einem gigantischen Gratiskonzert in der Stadt. Die Teilnehmer wollten ein Zeichen für ein friedliches und weltoffenes Chemnitz setzen. So hieß es zumindest. Doch auf der Bühne der selbstgefälligen Veranstaltung explodierte der Hass. Der Staatsrundfunk übertrug, als das Establishment zur kostenlosen Party rief. Am Montag spielten angereiste Bands die Melodie von Vielfalt und Toleranz mitten in Chemnitz. Eva Hermann sieht mich dämlich, was sei Deutscher? Und ich gebe ihr von hinten, wie ein Staffelläufer. Fixi, grün und blau. Und das waren noch nicht einmal die krassesten Textstellen des Abends. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte das Gaudi unter der Losung Wir sind mehr übrigens ausdrücklich empfohlen. Die Chemnitzer bewerten das Spektakel unterschiedlich. 60.000 Menschen kommen hierher, um gegen rechts, auch nicht um gegen links zu demonstrieren, sondern die wollten einfach kostenlos ein Fest feiern. Wie die Stadt hinterher ausgesehen hat, habe ich noch nie erlebt. Wir sind mehr. Mehr als die Rechten. Oder ich habe was gegen den Begriff rechts und links. Entweder man steht auf dem Boden der Demokratie oder nicht. Und dort stand man auf dem Boden der Demokratie. Man stand jedoch nicht nur dort, berichtet diese Frau. Abends haben sich dann irgendwelche Leute hier noch an der Trauerstelle versammelt und haben versucht, die Trauerstelle zu zerstören. Es wurde provoziert ohne Ende, es wurde beschimpft, es wurde bespuckt, es wurde bepöbelt. Leute da draußen, ihr seid alles Menschen, genau wie mir. Warum oder wer gibt euch das Recht, uns zu stigmatisieren? Wer gibt euch das Recht, uns Nazis zu nennen? Doch genau das geschieht. Weil Chemnitz um den ermordeten Daniel trauert, gilt die Stadt bei Medien und Politik als braune Räuberhöhle, in der Nazi-Horden Jagd auf Ausländer machen. Doch inzwischen mehren sich die Fragezeichen, auch bei diesen Bildern. Am Montag nach dem Mord zeigten einige Teilnehmer der Trauerkundgebung Hitlergrüße. Doch wer waren die Männer? Der Organisator der Demo, Martin Kohlmann, glaubt an Provokationen. Der eine, das hat sich ja nun mittlerweile bestätigt, dass der ein RAF-Tattoo auf der Hand trägt. Das ist natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich, RAF-Sympathisant und mit Hitler-Gruß grüßen. Auch wurde der dann nachher bei der Gegendemonstration friedlich stehend gesehen. Und 2 weitere wurden hinterher freundlich sprechend mit RTL-Reportern gesehen. Am vergangenen Freitag folgte bereits die 4. Demonstration nach Daniels Tod. 1300 Mann hatte die Staatsmacht aufgeboten. Mit einem Kordon aus Gittern und Polizeiwagen schirmte sie den Protest ab. Viele der gut 3000 Demonstranten sind noch immer aufgewühlt durch das Verbrechen. Doch vor allem sorgen sie sich um ihre Stadt. Ich bin der Meinung, man muss allen Menschen, die in Not sind, helfen. Aber es kann nicht wahr sein, dass die Menschen dann, warum auch immer, auch wenn es Nichtigkeiten sind, unsere Leute angreifen. Ich bin gegen die Amerikanisierung. Ich komme aus der Gegend um Philadelphia. Ich habe gesehen, was passiert, wenn Gangster ganze Städte übernehmen. Du kommst aus der Bar nach Hause und weißt nicht, ob der Typ da ein Messer hat. And you never know if this guy's got a knife.
Auch sie waren wieder erschienen. Etwa 500 sogenannte Antifaschisten versuchten, die Kundgebung niederzubrüllen. Ein paar hundert Meter weiter am Theaterplatz hatte das Chemnitzer Kulturestablishments geladen. Beethovens Neunte als Großtat gegen rechts. Zu Gewaltausbrüchen kam es nach Polizeiangaben dieses Mal jedoch nicht. Allerdings kursierten in der Stadt Drohungen gegen die Demonstration. Ob sie real waren, lässt sich nicht feststellen. Diese Frau am Tatort des Mordes ist wütend. Aber sie ist auch entschlossen. Wir sind kein Drecksbad, sondern wir sind das mutigste Völkchen in ganz Deutschland. Und ihr anderen solltet folgen. Auch zwei Wochen nach dem Mord an Daniel Hillig ist der Tatort in Chemnitz eine Art Gedenkstätte. Blumen und Kerzen erinnern an das derzeitig wohl bekannteste Opfer der Multikulti-Gewalt. Ein Ort der Trauer, den jedoch nicht die Stadtverwaltung geschaffen hat, sondern ein mutiger Bürger. Mein Name ist Winfried Wenzel, ich bin ein Bürger der Stadt Chemnitz. Meine Heimat ist Königsberg in Ostpreußen und heute kann ich sagen, ich bin ein stolzer Sachse. Und vor allem ist er ein unbekannter Held. Jeden Tag fährt der 74-Jährige mit dem Fahrrad durch seine Stadt. Auch am Morgen nach dem Messermord an Daniel Hillig. Am Tatort in der Brückenstraße sah er das Blut auf dem Bürgersteig. Winfried Wenzel zögerte nicht lange. Mir missfiel, dass Bürger aber ungewollt über diese Stelle liefen und ich dachte, das kann nicht sein. Habe mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin die 1,5 Kilometer in meine Wohnung gefahren. Die Frau war völlig überrascht, als ich sie nach den Adventskerzen gefragt habe. Und habe hier mit Teelichtern und Adventskerzenroten die erste Kennzeichnung dieses Ortes gemacht. Aus Wenzels Adventskerzen wurde das Mahnmal der Chemnitzer. Nun zeigt Wenzel uns seine Stadt. 246.000 Menschen leben in Chemnitz. Einst war Sachsens drittgrößte Metropole eine Industriestadt, bekannt für die Auto-Union, später den Computerhersteller Robotron, die hier beide wichtige Unternehmensteile hatten. Heute kennt man vor allem ihn, den Nischel. Nach der ägyptischen Sphinx ist das Karl-Marx-Denkmal der zweitgrößte freistehende Kopf der Welt. Winfried Wenzel erinnert sich, wie er entstand. Das war im Herbst 1971, hat der sowjetische Bildhauer Lev Kerbel dieses Monument geschaffen und es fand eine feierliche Einweihung statt. Und ich war damals junger Diplom-Ingenieur im VEB Germania, Karl-Marx-Stadt, die besten Schweißer der DDR. Das mal nebenbei gesagt. Und die Schweißer dieses Betriebes haben hier oben das Denkmal aus vorgefertigten Metallplatten zusammengeschweißt. Und war ich an der Einweihung beteiligt. Ich muss dazu sagen, es war bezahlte Arbeitszeit. Also auch eine Show- und Propagandaveranstaltung. Ich will das nicht abqualifizieren, aber so läuft in totalitären Regimen laufend diese hohen Zahlen der Teilnahme. Und so ähnlich lief ja auch dieses Konzert. Das 1911 vollendete neue Rathaus als einziges Gebäude der Innenstadt überstand es den angloamerikanischen Terrorangriff vom März 1945 nahezu unzerstört. Häuser wie dieses prägten einst das Stadtbild. Nach dem Krieg wurde Chemnitz Zentrum nur an wenigen Stellen im alten Stil wieder aufgebaut. Nicht weit entfernt der Verkehrsknotenpunkt von Chemnitz. Ein Ort, den Winfried Wenzel mit gemischten Gefühlen zeigt. Wir befinden uns hier an der Zentralhaltestelle vor dem Brennpunkt des nächtlichen Geschehens, wo die Chemnitzer Bürger, vor allen Dingen auch die älteren Chemnitzer Bürger und die Frauen, diesen Platz meiden in der Nacht. Seit 1953 hieß Chemnitz Karl-Marx-Stadt, war eine der 14 Bezirksstädte der DDR. Dabei hatte Marx die Stadt im Erzgebirgsbecken nie besucht. Die Bürger wurden nicht gefragt, ob ihre Heimat künftig den Namen des Rauschebartes tragen soll. Mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt und da wurde auch witzhaft ausgesprochen im Sächsischen Karl-Marx-Stadt. Aber als dann die Freiheit wiedergekommen ist bei uns, wurde das mit dem Bürgerentscheid mit überwältigender Mehrheit wieder zurückgenommen. Diese Freiheit scheint mittlerweile wieder gefährdet, nicht durch Marx, sondern durch Merkel. Meine Heimat, meine Wege, meine Werte und meine Kultur. Dafür setze ich mich ein, dieses Gut zu erhalten und zu pflegen. Ich liebe mein Land und mein Volk. Und diese Menschen haben es verdient, geschützt zu werden. Die Verbundenheit zu meinen Wurzeln, Vaterland und Muttersprache und zu meinen Vätern geben mir die Kraft, für unser Recht einzustehen und zu kämpfen.
Wenn Sie diese Verbundenheit auch spüren, unterstützen Sie mich darin, unsere Grenzen wieder sicher zu machen. Nur gemeinsam sind wir stark und werden dieses Land mit seiner Kultur und unseren Werten bewahren. Daher bitte ich Sie von Herzen, unser Grenzschutz-Volksbegehren zu unterstützen. Ihre Brigitte Fischbacher. Zwei Orte in Deutschland tragen den Namen Chemnitz. Doch die Vertreter der Gebührensender waren in der vergangenen Woche durchaus an der richtigen Stelle und sendeten wohl ganz im Sinne ihrer Chefs. Nachdem das Bundesverfassungsgericht erst jüngst die Rundfunkgebühr bestätigte, haben Aktivisten der Initiative Genug gezahlt nun eine neue Idee, um die Propaganda in Funk und Fernsehen zu beenden. Chemnitz am letzten Wochenende. Nicht nur weit über 10.000 Trauernde waren in Sachsens drittgrößter Stadt zusammengekommen. Auch hunderte Journalisten fanden sich ein. Unter ihnen auch Dunja Hayali. Die umtriebige ZDF-Redakteurin übte sich in einem kameratauglichen Dialog mit den Chemnitzern. Es ist leider Gottes nur einseitig berichtet worden. Die ganzen Chemnitzer, die normal auf der Straße waren wegen diesem tragischen Todesfall, sind weggelassen worden. Dann habe ich mir das eingebildet, dass ich friedliche Proteste im Fernsehen gesehen habe. Offenbar hat sie das, denn gerade beim Trauermarsch von Chemnitz zeigten sich viele Zuschauer empört über die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Glaubt man den Gebührensendern, so war die Stadt über Tage eine Art Bürgerkriegszone, in der sich Hetzjagden und Hitlergrüße abwechselten. Als Lichtblick diente nur das Gratiskonzert der Staatskünstler am Montagabend. Die Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen, diese Menschen wollen ihr Einhalt gebieten. Seit Wochen sammeln Aktivisten der Volksinitiative Genug gezahlt in Brandenburg Unterschriften. Das Ziel unserer Volksinitiative ist die Kündigung der Rundfunkstaatsverträge. Wir wollen letztlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Geschäftsgrundlage nehmen und wollen so eine Reform erzwingen. Und diese Reform muss aus unserer Sicht sehr radikal sein. Den Rundfunkstaatsvertrag der 16 Bundesländer zu kündigen, hatten bereits mehrere AfD-Landtagsfraktionen vergeblich versucht. Durch eine Volksinitiative könnte dieser Schritt jedoch von unten durchgesetzt werden. Dabei hält sich Genug gezahlt mit inhaltlicher Kritik an den Sendern zurück. Die Initiative argumentiert vor allem mit den Zwangsgebühren. Weil wir finden, dass die Zwangsabgabe von diesen Gebühren unrechtmäßig sind. Auch sozial unrechtmäßig. Wenn man guckt, dass von den Einnahmen der Gebühren 60% zum Beispiel für Verwaltungsaufgaben oder für Pensionsrückstellung verwendet werden, ist es noch ein Punkt mehr, dagegen vorzugehen. Der weitgehende Verzicht auf inhaltliche Senderschelte hat wohl einen praktischen Grund. Initiativenchef René Springer sitzt für die AfD im Bundestag. Das Bündnis soll jedoch überparteilich sein. Jedoch räumt auch Springer ein. Es ist schon offensichtlich, dass insbesondere in den politischen Talkshows bestimmte Parteien überrepräsentiert sind, deutlich überrepräsentiert sind. Und das halte ich nicht für gut für die Demokratie. Es ist demokratiegefährdend, denn Demokratie lebt davon, dass Meinungen ausgetauscht werden und im besten Fall, dass alle Meinungen ausgetauscht werden. Welche Chancen die Initiative hat, bleibt abzuwarten. Tausende Unterschriften kamen bereits zusammen. Doch aufgrund der komplizierten Regelungen hatte in der Vergangenheit letztlich keine einzige Volksinitiative in Brandenburg Erfolg. Dunja Hayali konnte die Chemnitzer übrigens nicht überzeugen. Am Ende hatte sie auch nur noch eine schnippige Bemerkung parat. Geht's Ihnen jetzt besser? Die Besucher des Clubs Frosch in Frankfurt an der Oder hatten sich auf einen schönen Abend gefreut. Doch dann fanden sie sich in einer Art Bürgerkriegsgebiet wieder. Ein Mob aus 15 bis 20 Syrern überfiel die Feiernden am Rande der Innenstadt. Es war nicht der erste Zwischenfall. Die Nerven in Frankfurt liegen nun blank. Die Oder fließt friedlich in ihrem Bett, links die polnische Dammvorstadt, rechts das deutsche Frankfurt. Hier wurde der angesagte Club Frosch zur Bürgerkriegszone. Diese Amateuraufnahmen lassen die Ereignisse erahnen. Etwa 15 sogenannte Flüchtlinge, wahrscheinlich Syrer, hatten den Frosch attackiert und dabei Todesdrohungen ausgesprochen. Im örtlichen Radio schildert Froschchef Dirk Schöbe den Überfall. Es
Und es war nur ein ganz kurzer Moment, bis dann das erste Mal Allahu Akbar gerufen wurde und wir töten euch alle. Und da merkte ich, hier läuft was gehörig aus dem Ruder. Und dann ging es auch direkt los, dass wir alle bedroht wurden von den beiden, dass wir alle getötet werden, dass sie jetzt wiederkommen und mit Messer. Einer der Täter war nach Medienberichten bereits im August an einer Massenschlägerei beteiligt. Ein weiterer wurde mit Haftbefehl gesucht. Auslöser der Attacke könnte eine Auseinandersetzung gewesen sein. Für den AfD-Fraktionsvorsitzenden von Frankfurt, Wilko Möller, liegt der Grund jedoch tiefer. Es war ein Angriff einfach unserer Gesellschaft. Ich schätze mal, die Leute akzeptieren nicht unsere Gesellschaftsform. Das sind Leute aus archaischen Gesellschaftsgruppen, die einfach nicht sich integrieren in unsere Gesellschaft, die zwar dankbar unsere Sozialleistungen annehmen, aber diese Gesellschaft verändern wollen und wenn es nicht geht, mit Gewalt. Möller schätzt, dass etwa 40 Flüchtlinge in Frankfurt massiv Probleme bereiten. Insgesamt 8 Millionen Euro gibt die hochverschuldete Stadt pro Jahr für Asylkosten aus. Immerhin, Bürgermeister René Wilke von der Linkspartei gab sich offensiv. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg kündigte er entschlossene Maßnahmen an. Als Verwaltung hat man die Möglichkeit, dass man neben dem Strafrecht und neben dem Asylrecht auch als Verwaltung eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr hat, das sogenannte Ausweisungsrecht. Und wir werden dieses Recht jetzt in Anspruch nehmen und die Ausweisung von Intensivstraftätern, von denjenigen, die eine Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen, einleiten. Ob es dazu tatsächlich kommt? Möller befürchtet, dass die Täter mit Hilfe der Asylindustrie gegen ihre Abschiebung klagen werden. Auffällig ist auch, niemand der Anwohner des Frosch wollte mit Kompakt über die Ereignisse reden. Angeblich hat keiner etwas mitbekommen. Wirken die allgegenwärtigen Antifa-Graffitis einschüchternd? Zudem wurde das Überwachungsvideo nie veröffentlicht. Auch Möller hat es trotz Nachfrage nicht einsehen dürfen. Der Betreiber sagte, ich habe den Film zwar gesehen, aber ich zeige Ihnen das auch nicht. Da habe ich Angst und da habe ich gesagt, nein, da möchte ich mit Leuten sprechen, die direkt betroffen waren. Haben Sie da jemanden? Sagt er, da werden sie keinen finden, es will niemand was damit zu tun haben, sie wollen nichts sagen und jeder, den ich frage, die wollen nichts sagen. Also es ist irgendwie so eine Art Meinungsführerschaft, die durch die Stadt oder durch die Etablierten dieser Stadt hier vorgegeben wird und wer dagegen spricht, wird gleich in die rechtsradikale Ecke gedrängt und das ist kein offener Umgang mit der Situation, finde ich. Ob sich das ändert, ist fraglich. Immerhin, Wilke bestätigte inzwischen gegenüber der Presse, dass die Ausweisungsliste fertig ist. Die neue Sammlungsbewegung Aufstehen war noch gar nicht gegründet. Da hatte sie bereits 100.000 Mitglieder. Das Interesse für den seit fast einem Jahr angekündigten Verein der linken Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht ist also vorhanden. Nun stellen die Gründer von Aufstehen ihre Position öffentlich vor. Hier einige Ausschnitte. Ich denke, wenn man sich in diesem Land umsieht, dann spürt man, Deutschland verändert sich und Deutschland verändert sich in eine Richtung, die viele Menschen nicht wollen. Die sozialen Spaltungen sind tiefer geworden, das Klima wird rauer, es wird teilweise auch aggressiver und der Zusammenhalt geht verloren. Also in einem Land, wo, und das sind valide Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wo trotz jahrelangem Wirtschaftsaufschwung knapp die Hälfte der Bevölkerung, also 40%, weniger Realeinkommen hat als 20 Jahre zuvor, in einem solchen Land funktioniert die Demokratie nicht mehr. Und die Idee der Sammlungsbewegung ist geboren worden, als wir gesehen haben, dass trotz dieser Ergebnisse der Bundestagswahl die politisch Verantwortlichen keine Schlussfolgerung gezogen haben, sondern alles weitergehen sollte wie bisher, die Große Koalition erneuert wurde. Martin Müller-Mertens steht vor der Bundespressekonferenz, in der Wagenknecht und ihre Mitstreiter ihren Gründungsaufruf präsentieren. Ein inzwischen berühmter Satz der linken Politikerin lautet, wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann auch verwirkt. Das sagte sie nach der Silvesternacht von Köln. Martin, hat Wagenknecht diesen Satz bei ihrer Präsentation noch einmal wiederholt? Nein, Katrin, das hat sie nicht gemacht und das hatte sich ja schon angedeutet, seit dem Anfang August die Webseite freigeschaltet wurde. Da spielten diese Fragen, diese nationale Frage, Flüchtlingsfrage, Asylpolitik eigentlich überhaupt keine Rolle. Sarah Wagenknecht hat sich bewegt innerhalb eines linken Streits, eines linken Diskurses zwischen der sogenannten Identitätspolitik, das heißt einer Politik, die rein ausgerichtet ist auf die Interessen von Minderheiten, also Schwulen, Ausländern, Menschen, die nicht wissen, welches Geschlecht sie eigentlich haben, und der ökonomischen Frage, die ja dann letzten Endes auch immer die Klassenfrage ist, jedenfalls aus linker, aus marxistischer Sicht, die hat sie ganz klar in den Vordergrund zurück, gemeinsam mit friedenspolitischen Themen. Und das ist aber in der heutigen linken Szene bereits eine kleine Revolution. Und das erklärt auch die zum Teil wütende, harsche Kritik, mit der ihr aus den eigenen Reihen begegnet wird.
Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine haben sich in den vergangenen Monaten wiederholt kritisch zur Refugee-Welcome-Politik geäußert. Waren das alles nur Lippenbekenntnisse? Also ein bisschen Schlagzeilenhalscherei war da sicherlich auch dabei. Ich denke, Sarah Wagenknecht sieht diese Problematik sicherlich, aber sie empfindet ihn als Nebenwiderspruch und sie sagt zunächst einmal, muss eben diese ökonomische Frage gelöst werden und dann alles andere. Außerdem will sie natürlich wie eine Schießhündin darauf aufpassen, dass sie nicht in irgendeiner Weise als rechts dargestellt, verortet werden kann, denn dann hätte sie natürlich in ihrer eigenen Szene, die sie ansprechen will, und wir haben die Umfragen gelesen, 53% der linken Wähler können sich mit ziemlicher Sicherheit vorstellen, eine Sarah Wagenknecht-Partei zu wählen, dann hätte sie in dieser Szene natürlich ausgespielt. Also eine ängstliche Bewegung, die zwischen den beiden Stühlen Linke und AfD steht. Kann Aufstehen mit diesen Positionen denn dauerhaft Anhänger gewinnen? Ja, das wird man sehen. Sarah Wagenknecht hat auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Hoffnungen geweckt. Das kann man erkennen daran, dass über 100.000 Menschen sich hier ihrer Bewegung schon zu einem Zeitpunkt angeschlossen hat, als sie noch gar nicht gegründet war. Und wir haben einige ihrer Anhänger, oder ich unterstelle den Leuten jedenfalls, dass sie ihre Anhänger sind, auch auf Demonstrationen in den letzten Wochen getroffen. Und das waren ihre Aussagen. Rechts gegen links hat bisher nur Mord und Totschlag gebracht. Das ging damals vor dem Zweiten Weltkrieg los, ganz heftig. Und hat sich seit Gründung der BRD durchgezogen, ohne dass irgendwelche Veränderungen dadurch erreicht worden sind. Rechts gegen links wird aufgehetzt. Und der lachende Dritte ist immer die goldene Mitte. Das ist doch ganz einfach zu verstehen. Ich finde, das Volk oder beide Seiten sollten sich eher zusammentun und gegen die Regierung vielleicht irgendwie da mal ein klares Wort geben. Gut, zumindest diese letzte Aussage ist sicherlich vorsichtig ausgedrückt ein bisschen utopistisch, aber es gibt sie zumindest. Man wird sehen, ob Sarah Wagenknecht und ob Aufstehen nun in der Lage ist, diese Leute wirklich zu bündeln. Ich bin da sehr skeptisch, wenn man sieht, dass sie jetzt so ähnlich wie die Piratenpartei das mal gemacht hat, sagt, es sollen jetzt so freie und ungelenkte Diskussionen im Internet stattfinden und dann kann man sich auf lokaler Ebene auch immer irgendwie mal so treffen. Diese Versuche hat es schon öfter gegeben. Piratenpartei, auch die Komitees für Gerechtigkeit, eine PDS-Vorfeldorganisation in den 90er Jahren. Und meistens ist da nicht sehr viel draus geworden. Über Jahre gefiel sich Harald Glöckler als der schwule Paradiesvogel der Vielfaltrepublik. Als eine Mischung aus Wachsfigur und Conchita-Wurst verzückte er das Establishment des Kulturbetriebes. 2015 verschwand Glöckler weitgehend aus der Öffentlichkeit und bereitete offenbar einen Imagewandel vor. Nun ist er zurück und präsentiert sich als gemäßigt konservativer Christ. Ganz aus seiner angestammten Rolle kam der 53-Jährige aber dennoch nicht heraus. Die Fotografen kommen noch, wenn Harald Glöckler ruft. Doch die schrillen Auftritte des Modemachers gehören offenbar der Vergangenheit an. Vor 3 Jahren hatte sich Glöckler ins ländliche Rheinland-Pfalz zurückgezogen. Dort sinnierte er offenbar über die Kirche. Ich finde nach wie vor, dass die Kirche eine gute Institution ist. Und gerade in unserer heutigen Zeit, in der so viel Brutalität ist, so viel Verunsicherung bei den Menschen, die Menschen Halt suchen. Glöckler verdankte seine Karriere nicht zuletzt seiner Rolle als Lieblingsschwuler von Medien- und Unterhaltungsindustrie. Nach eigenen Angaben blieb er dabei jedoch stets ein gläubiger Mensch, obwohl er selbst aus der Kirche ausgetreten ist. Zeitweise liebäugelte er zwar mit dem Buddhismus. Aber am Ende des Tages, da man im Buddhismus die Meinung vertritt, ganz, ganz vieles, also fast alles finde ich ja toll, dass Gott die Welt nicht erschaffen hat und dass Gott er war eben immer schon da und man hat eben eine Meinung zu Gott, die sich mit meiner überhaupt nicht deckt. Im vergangenen Jahr entwarf Glöckler einen Buchschuber für eine Bibel zum 500. Jubiläum der Reformation. Mittlerweile tritt er an Gottesdiensten auf. Die Forderungen des protestantischen Establishments, dass die Kirche eher als Vorfeldorganisation linksliberaler Parteien führt, übernimmt Glöckler nicht. Inhaltlich liegt er praktisch auf der Linie von Papst Franziskus. Er war erstmal ein großer Hoffnungsträger und es ging schon in die richtige Richtung. Die Kirche muss zu den Menschen wieder. Und zwar ganz, ganz direkt und nicht entfernt irgendwo da in einem Palast im Vatikan. Er wolle Schwachstellen aufzeigen, jedoch keine Lösungen präsentieren, so Glöckler. Eine Position, mit der er aber auch Kontroversen aus dem Weg geht. Erkennbar ist das vor allem an seinen vorsichtigen Formulierungen zum Islam, denn auch den Koran hat Glöckler gelesen. Ich habe so, und das ist ja auch so das Gefühl, dass Koran und Bibel
dass sie irgendwie schon aus derselben Ecke entspringen, aus derselben Quelle entspringen. Und es gibt da natürlich auch Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Punkte, die vollkommen konträr sind. Ja. Ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, jetzt über den Koran oder muslimischen Glauben hier zu sprechen. Schade, denn an diesem Punkt wäre es interessant geworden. Die Woche Kompakt verabschiedet sich für heute. In einer Woche sind wir wieder für Sie da. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.